So, meine Damen und Herren, und jetzt machen wir nämlich alle so ein bisschen Freizeit ohne Skillshare und wir lernen jetzt nämlich nichts, weil wir gucken uns jetzt nämlich an, was ihr in eurer Freizeit gemacht habt. Denn wir schauen uns jetzt eure Rigs an. So ein Ding ist das nämlich. Schauen wir uns mal eure Rigs an. Was haben wir denn hier? Wir sind bei Nukchuk. Nukchuk hat erstmal ein paar mehr Bilder gepostet. Reicht die Größe so? Ja, ne? Nukchuk hat auf jeden Fall erstmal 3 Flaschen Getränke da und benutzt von Fritz irgendeinen WLAN-Verlängerer. Die Dinger habe ich ja gefressen, ne? Ah, der gute Ikea-Beistell. Ach nee, das ist ein Roll. Also ein ganz normaler Tisch. Und da steht noch ein Leppi. Spielt über Leppi? Sieht so aus, oder? Den Tisch hatte ich früher auch, jetzt nicht mehr. Gucken wir mal von der Seite. Sieht eigentlich sehr schön aufgeräumt aus, muss ich sagen. Der ist auch da. Schön. Hier liegt noch eine Fernbedienung. Wofür ist die denn? Für den Monitor wahrscheinlich, wa? Geil, wie das Rig einfach größer ist als der Schreibtisch bei Nukchuk. Okay, was haben wir denn hier? Oh, hier ist schön ausgeblendet. Das finde ich auch hübsch. Eine Fernbedienung für LED. Och, hier ist Grello-Fan. Das scheint der Track Racer zu sein, ne? Ja. Der Getränkehalter würde mich persönlich ein bisschen stören. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da würde ich, glaube ich, sehr oft gegenschlagen. Schöne Buttonbox. Hier ist auch noch, Screen. Nice. Was haben wir jetzt hier noch? Oben hängt noch ein Licht. Oh, das mit dem Licht ist wirklich clever. Wie hat er das denn hier rangemacht? Mit Taser? Nee. Mit Kabelbindern an den Sitz? Not macht erfinderisch. Not macht erfinderisch. Okay. Was hat der Nukchuk noch hier? Ah ja, er hat hier, das ist ein Pappkarton quasi. Und hier ist noch irgendeine Halterung dran. Ach so, das ist für die Buttonbox, die Halterung. Schön, okay, nice, nice. Was gibt's hier noch? Ach so, dann können wir uns das hier angucken, was er gebastelt hat. Das hat er auf jeden Fall in der Küche gemacht. Er mag Borussia Dortmund. Was ist denn das? Gladbach. Borussia, ist das Gladbach? Der ist Gladbach. Aber ist das Borussia Gladbach? So, dann kann man sich das hier ansehen. Okay, hier hat er Verlängerungsdinger drin. Alles klar. Und hier hinter hat er das angeklebt einfach? Tatsächlich. Oh ja, schön. Hat er eine Decke im Sitz drin oder ist das ein Handtuch? Chat, ist das ein Handtuch? Ist eine Decke? Wie kann... Angry Decke. Ich grüße dich übrigens, hallo. Hier ist noch eine schöne Buttonbox. Oh, hier sind überall blaue Streifen drin. Schick. Also Nukchuk hat schon ein bisschen gebastelt bei sich am Rig. Ist nicht so die Stand... Ah, alles klar. Haki hat erstmal ein bisschen... Okay, was hat Haki denn hier so gebaut? Haki hat auf jeden Fall extra großen Monitorstand. Gut, was gibt's denn hier? Das ist der Rechner. Auch der ist ja sogar Vaku. Ei, das ist sogar ein Rig auf Rollen. Die Kabellage sieht auch schick aus. Schön. Hinten ist noch dicht gemacht. Da werden wahrscheinlich die ganzen Kabel hinterhängen, schätze ich mal. Okay, okay. Was haben wir hier? Ah ja, guck, dahinter sind dann die Kabel versteckt wahrscheinlich. Das ist hier Belüftung. Geil. Ist ein cooles System, habe ich schon mal gesehen. Das ist wirklich sehr schön gebaut. Was ist denn das hier? Das muss irgendwas mit Bild zu tun haben, oder? Bild und Audio. Okay, interessant. Dann kann man hier... Oh, hier. Haki hat sich noch einen zweiten Bildschirm angemacht an der Seite. Oh, wie geil sieht das denn hier aus? Oh, ich hoffe, davon gibt es auch noch ein Bild. Ui, richtig schick. Oh, hier sogar noch ein Frame dazu gebaut aus kleinen Aluprofilen. Haki ist auf jeden Fall... Wow. Wow. Oh, guck mal hier sogar mit Schlitz aus dem Auto für die Belüftung. Wie cool ist das denn? Wow, das ist ja richtig hübsch. Hier noch mit Start-Stopp-Knöpfe und so und Anlasser. Ui, richtig schnieke. Uff, das ist aber wirklich schnieke. Oh, hier das ganze Auto verschwindet hier hinter. Ah, Verstärker und so, alles klar, ich verstehe. Richtig hübsch. Oh, Haki hat auch einen Sitzmover, so wie es aussieht. Nee, ist das hier diese Box? Das ist, glaube ich, diese Box, ne, die Töne machen. Haki hat auf jeden Fall auch einen 3D-Drucker. Und kennt sich ein bisschen aus mit Kabellage. Mustard and Ketchup. Hier kann man das nochmal sehen. Oh, schön, auch mit beleuchteten Knöpfen und so. Schnieke. Das ist wirklich schick. Das ist wirklich sehr schick, Haki. Das hast du sehr gut gemacht. Also, Nukchuk und Haki. Oh, hier gibt es sogar noch eine Erklärung dazu. Sparkositz, Weird Rasmaster, Ultra Wide, Mercedes Frame, GT3 Wheel, okay. Schön, wirklich. Ganz tolle Arbeit. Dann gucken wir mal bei Bensky. Bensky ist auf jeden Fall das E-Guide-Zuschauer. So viel können wir schon mal sagen. So viel Licht, wie hier verballert wurde. Oh, hier sogar E-Sport. Bensky fährt, so wie es aussieht, eine T300 Wheelbase, wa? Ja. Und die Pedale dazu. Oh, Bensky ist auch so ein Anklapper. Okay, krass, interessant.
Penske hat auch steuerbare Steckdosen. Das ist super cool, weil es total schlicht ist, aber es erfüllt seinen Zweck. Penske, noch ein Bild drin? Ah ja, hier tatsächlich. Guck mal. Oh, Penske hat die Wheelbase geändert. Und er hat jetzt auch hier eine kleine Tastatur. Was ist das hier? Eine Tastatur, ne? Oder? Oder Nummernblock? Ist auch schick. Monitorstand auch nochmal einzeln. Ist auch nicht dran gebaut. Schön. Hier kann man das nochmal von nah sehen. Oh, hier würde mir alles wehtun. Dabei X7. Was scheint eine Tastatur zu sein, die umgebaut wurde, wa? Hier ist noch eine schöne Dings drauf. Für Maus und Tastatur. Geil. Schön. Was haben wir hier? Ach, Penske ist auf Moser umgestiegen. Ah ja, guck hier, krass. Da kann man das sehen. Das ist ja auch cool. Das ist ja auch cool gemacht als Buttonboxer. Total geil. Kostet nicht viel. Also, in Anführungsstrichen nicht viel, aber es erfüllt seinen Zweck. Cool, Penske. Das ist eine Moser Wheelbase. Ah ja, hier kann man sehen. Formula Mod, Crossmaster, Lotel. Cool. Schönes Rig. Und auch so, ich finde auch die Aufmachung im Zimmer finde ich ganz, ganz hübsch. Dass das hier so ein bisschen schwarz ist und ein bisschen LEDs drunter und so. Ist wirklich schön, Penske. Was haben wir denn hier? Mobiles Rig für den Schreibtisch. Siehst du, das sind ja auch so Sachen, die wollen ja auch ein, zwei Leute haben. Ne? Dann können wir uns das hier mal angucken. Oh, das sieht sehr stabil aus. Maga, das sieht richtig stabil aus. Scheiß die Tür zu. Muss ich mal von Track die Dinger ausprobieren? Die sehen echt wirklich sehr, sehr stabil aus. Von Track. Mein lieber Mann, du. Von wem ist das denn jetzt hier? Jun Servus. Okay, cool. Oh, hier ist die Wheelbase einfach oben drauf geschraubt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sieht denn das aus am Schreibtisch? Alter, krass. Guck mal, fährt er das wahrscheinlich immer so nach rechts? Schließt das Ding über USB an und dann kann er fahren, Alter. Das ist ja richtig schön. Das ist echt schnieke. Das ist auch eine Lösung. Und dann kannst du da sitzen und fahren. Geil. Das ist eine richtig gute Lösung. Es gibt ja doch einige Menschen, die haben nicht so viel Platz. Und dafür ist das doch total optimal. Also richtig gut. Hier noch Lampen dran. Rigi. Was hat denn Rigi? Das steht neben dem Rig. Was haben wir denn hier? Logitech. Okay, hier hängt noch ein Tablet dran. Zwei Stream Decks. Drei Bildschirme. Okay, auch cool. Hier ist noch der Shifter und das kann man jetzt gerade nicht identifizieren, was das ist. Fliegt Rigi vielleicht noch, dass das ein Joystick ist? Aber krass, dass man mit einer Logitech Wheelbase, ich weiß nicht, ist das die alte oder ist das schon die neue? Das sieht auch sehr interessant aus. Schön noch mit einem Dash dazu. Oh, nicht schwer, das ist wirklich gut. Guck mal, hier ist das Tablet noch mit rangebaut. Ah, das sieht aus wie Farming Simulator. Da wird, glaube ich, jemand Farming Simulator noch aktiver spielen, schätze ich mal. So wie das aussieht hier. Ist auch geil. So, noch ein Dash mit drin und ein Pipapo hier. Das ist aber ein Handy, ne? So wie es aussieht, ja. Ich glaube, er hat das Handy als Dash. Auch geil. Ist auch eine schöne Lösung. Also ich würde jetzt mal sagen, das ist hier von Rigi so eine Budget, in Anführungsstrichen, Triple-Screen-Budget-Lösung. Ist auch geil. Terrorwurm, Ralf. Das habe ich noch nie gesehen, by the way. Wie fährt Ralf denn? Ralf ist auf jeden Fall Heat-affin. Das ist meine alte Handbremse, by the way. Hauptsache, hier ist alles mit Yeet und dann gibt es nicht mal ein Yeet-Bildschirmschoner oder Hintergrundbild. Oh, Ralf lebt in einem modernen Haus. Hier gibt es schon LAN-Dosen in der Wand. Schön. Was haben wir denn hier noch? Ist auch, ehrlich gesagt, ein super simples Rig. Also jetzt nicht irgendwie super fancy. Es erfüllt seinen Zweck. Schön Monitor-Stand. Ach, guck mal, Ralf hat hier sogar diese BenQ-Lampe oben drüber, diese Monitor-Lampe. So, und die habe ich mir auch schon mal überlegt, ob ich mir mal sowas besorge. Aber das ist wirklich total schön und super simpel. Finde ich geil. Hier kann man sich das nochmal von der Seite ansehen. Ah ja, hier ist dann der Aufbau. Hier oben drüber, hier ist das Mikrofon. Die sind dann angeklebt hier. Oh, hier gibt es sogar eine Kamera mit dem Kameraarm. Schön. Sieht wirklich geil aus. Aber so eine Lampe finde ich cool. Habe ich auch schon mal überlegt, mir so ein Ding zuzulegen. Und hier kommt dann der Computer mit der 380-90. Schön, Ralf. Geil. Ich habe das noch nie gesehen. Ich fahre mit Ralf, glaube ich, seit anderthalb Jahren Rennen oder so. Oder ein Jahr. Noch nie gesehen, wie es bei Ralf aussieht. Schnieke. So, was haben wir denn hier? Ganz viele Adapter. HDMI-Adapter auf jeden Fall. Wild. Man könnte ein bisschen aufräumen. Mhm. Die guten Fanatec-Pedale. Das ist auch ein GSI-Rig. Yes. Müsste das Track sein. Mit einer... Das ist eine alte Simo Cube, ja, ne? Nee. Das ist eine alte Simo Cube. Oder ist das eine VRS? Nee, ist eine VRS. Ja, ist eine VRS-Rebase.
mit einem Fanatec-Lenkrad dran. Okay. Aber ist auch schnieke. Hier ist hinterher noch so ein Belüftungstower drin. Interessant. Aber krass, dass alle ihre, also was heißt alle, super viele so nach vorne biegen. Sind das, nee, das sind Klappsport. Nee, das sind Klappsportpedale. Ja, hier, guck. Formula Fanatec, ja, das ist, genau, das sind die Klappsportpedale, wollte ich doch sagen. Auch schön. Ah ja, guck mal hier, kriegen wir nochmal mehr. Ach, krass. Guck mal, Speedy hat, Speedy sitzt am, nee, warte mal. Tatsächlich, der hat sich irgendwann an den Schreibtisch gesetzt. Okay, interessant. Ach so, das war das alte. Ach hier, das war noch das alte von 22. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, wer geht denn wieder vom Rig zurück auf Dings hier? Okay, ja. Okay, früher war es so ein Unterbau, genau. Okay, cool. Boah, ist doch auch nice geworden, ne? So im Vergleich. Kabel könnte man noch ein bisschen aufräumen, so, weil das sind ja nun wirklich nicht viele Kabel, die da dran sind. Aber schick. Gefford, was hat denn Gefford? Was ist denn das für eine Querstrebe, die so schräg geht hier? Schöner Momo-Sitz. Autos wurden gesammelt. Warte mal, ist das nicht hier das alte Driftauto? Nee, das ist der Manta, ne? Der Manta ist das. VHS-Pedale, okay. Und hier kann man das dann nochmal ganz sehen. Das alte McLaren-Wheel noch. Schön. Oh, hier. Wie heißt denn die Schuhmarke nochmal? Ah, das war die Tastaturhalterung. Tatsächlich, ja, das ist die Tastatur. Ja. Okay, jetzt habe ich's, ja. Jetzt habe ich's. Ist auch schick hier. Alter, die Festplatten hier, ne? Hier so Rubber-Dinger. Mager. Aber auch schön von Gefford. Nice. Oh, Herr Dürkopp. Was hat denn Herr Dürkopp? Herr Dürkopp fährt mit... Warum hat denn Herr Dürkopp nur so einen kleinen Monitor? Was? Ist das ein 27 Zoll? Oh, Herr Dürkopp fährt noch... Ja. Das sieht hier auch aus wie zusammengeghettot irgendwie. Also, ich glaube, da hat irgendwann mal jemand versucht, sein Dings anzusprühen oder so. Das ist aber hier mein absolutes Highlight. Du, das Schönste ist hier die Tastatur, glaube ich. Und auch das Teuerste gewesen, die Tastatur. Aber ey, es erfüllt seinen Zweck. Flo ist schnell, ne? 23 Zoll Bildschirme sind das. Okay, super interessant. Was haben wir denn hier? Da ist das Mikrofon dran, okay. Am Tisch. Jo, du. Es ist interessant. Es ist interessant. Und schön zu sehen, wie Flo fährt. Was ist denn das für eine Tastatur? Das würde mich mal interessieren. Das ist doch eine DIY. Was haben wir denn hier? Rasul. Rasul hat sich einen neuen Sitz gekauft. Und Rasul hebt auch alle Kartons auf. So einer ist er. Oh, was ist denn das für ein Bildschirm? 40 Zoll? Ja, wa? Schön. Und Logitech Wheel und Pedale von... Kann ich jetzt gerade gar nicht erkennen. Sieht aus wie Thrustmaster, wa? Oh, hier ist sie. Das ist eine Modifikation, ne? Ja, tatsächlich. Oh, die Griffe sehen sehr interessant aus. Aber da wurde bestimmt nochmal was gemacht, wa? Aber ist auch geil. Es erfüllt seinen Zweck. Es funktioniert. Man kann fahren. Wen haben wir denn hier? Peter. Moment, Peter sein Rig ist auf Klopapier gemountet. Ah, guck mal, Peter fährt in VR. Oh, Peter fährt in VR. Ich habe mich gerade gewundert, wo die Monitore sind. Das ist hier Fanatec, ne? Ja, tatsächlich. Okay, interessant. Das verstehe ich nicht, was das hier unten macht. Wofür das da ist? Okay. Ah, die sind hier oben drauf geschraubt, alles klar. Oh, hier ist noch ein Lüfter dran. Ne? Aber ist auch geil. Oh, wollt ihr? Da steht eine Maschine, ne? Steht da eine Maschine? Also ich habe schon mal gehört von diesen Leuten, die sich eine Maschine ins Zimmer stellen. Wie geil ist das denn, Alter? Oh, ich sehe hier auch gerade, das ist ein Motion Rig. Ei, Karamba. Oh, Voltaire hat aufgefahren, Junge. Voltaire hat aufgefahren. Rechner scheint hier irgendwie drin zu sein. Krasses Rig, ey. Okay, ist auch alles Aluprofile. Da drüben, ja, da drüben scheint der Rechner drin zu sein dann. Monitor ist hier mit angebaut, quasi. Da hängt noch ein zweites Wheel dran. Oder das Wheel, nee, ein zweites Wheel. Oh, Voltaire hat nochmal umgebaut auf Triple Screen und Schale. Ei, krass. Voltaire fährt jetzt in Dingsposition. Oh, und hier das Mounting ist auch nochmal anders für Formel 1 Position. Okay, interessant. Ich glaube, hier wurde nochmal... Nee, ist das Voltaire noch? Tatsächlich, guck mal, Voltaire hat umgebaut. Irgendwann. Ist auf Rudi? Das finde ich richtig sexy. Ach, das ist von deinem Kumpel. Hier ist noch eine Mega-Lösung von meinem Teammate. Ah, okay. Alter, wie geil ist das denn bitte hier? Wer weiß, was hier drin läuft? Keine Ahnung. Also, ich habe davon wirklich keinen Dunst, aber das ist richtig schick. Aber auch Motion hier, ne? Oh, die Jungs, die beiden, die gehen aber richtig rein, Junge. Ich gehe mich kurz mal löschen. Okay. Da sind also die wohlhabenden Zuschauer.
Da hat einer das Pyramiden-Scheme durchgespielt. Bagger, da muss ich aber ganz schnell groß. Das macht mich ja gerade richtig happy. Wow. Das war alles im Schrank. Das ist ja richtig geil, Alter. Wow, das ist richtig toll gemacht. Das ist wirklich richtig, richtig toll gemacht. Wow. Das steckt gleich komplett im Schrank. Das ist wirklich richtig toll gemacht. Also alle diese drei Rigs, die wir jetzt gesehen haben, ganz toll. Richtig gut, wirklich. Aber das hier, das hat mich gekillt. Bin ich ehrlich, das hat mich wirklich gekillt. Aber das ist hier, scheint ja auch so ein Scheme zu sein, oder? Also man sieht, dass sie befreundet sind, weil sie ihre Rechner scheinbar alle in so einem Ding drin haben. Boah, das würde ich auch feiern. Alle meine Rechner in so einem Ding drin. Krass. Schön. Kinsmi, was hat denn Kinsmi im Angebot? Kinsmi fährt auch Triple Screen. Auch super schön. Total schlicht, aber geil. Neben dem Bett einfach reingestellt. Schön. Warum hatte ich das gekillt? Weil das hier, also sowohl das hier, also diese drei Sachen hier, das ist für mich der Ausdruck von Maga, wenn Geld keine Rolle mehr spielt. Das ist der Ausdruck für mich. Und das freut mich total. Also wirklich, wenn ich das hier sehe, killt mich das innerlich und ich freue mich total, dass Menschen das hier haben können. Wirklich. Weil das hier, wenn ich mir das hier angucke, dann geht mein Herz auf für den Menschen, der das haben kann. Weil das richtig toll ist. Kinsmi fährt ein Fanatec? Nee, Simbler. Okay. Aber hier die drei Kabel, die hätte man ja auch mal aufräumen können. Schön. Was haben wir denn hier? Threnny. Was ist denn da passiert? Oh, hat der einer sein... Hat er das Lenkrad da reingeschmissen? Aber hier kommt nochmal das richtige Bild. Oh, Threnny fährt Azitec Bundle. Alter, der... Sag mal... Hier sind auch Aktuatoren dran. Das ist auch Motion. Aber schön. Ist auch total hübsch. Hier auch mit Luft noch dazu. Ja, da fährt jemand auch Motion. So viel steht fest. Das sind 25 Minuten Symbolbild für... ja. Auch ein sehr, sehr tolles Rig. Ja, tatsächlich. Das ist auch ein Motion Rig. Ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass wir so viele Menschen in der Community haben, die schon Motion Rigs fahren. Weil das ja doch gar nicht so günstig ist. Aber vielleicht habe ich irgendwas verpasst und die gab es doch irgendwo mal günstig zu holen. Auch, also wirklich total tolles Rig. Und auch, ich finde sehr schön die Kabel auch aufgeräumt. Call Me Brain. Wie fährt Call Me Brain denn? Oh, auch ganz schön aufgeräumt. Oh, er fährt Inverted Pedale. Interessant, interessant. Auch eine interessante Position für die Buttonbox. Oh, hier sind wieder die Dinger dran, ne? Ich weigere mich ja wirklich noch vehement die zu kaufen. Mal gucken, was hat Call Me Brain denn noch? Oh, Call Me Brain hat die richtig schöne Buttonbox sich gekauft. Nice. Geil. Ist auch Schnieke. Sehr schönes Rig. Oh, in den Keller gestellt, so wie es aussieht, wa? Fährt er auf der Fanatec Wheelbase? Oder warum ist ein Fanatec Aufkleber dran? Ja, ist eine Fanatec Wheelbase. Okay. Schön, auch schön. Was hat denn Hermi? Hermi hat seine Kabel nicht aufgeräumt. Fährt auf Fanatec, okay. Ist auch schönes, simples Rig. Nicht großartig irgendwelche fancy Sachen dran. Dreimal die LEDs dran. Das ist eine Wertanlage hier an der Wand. Das sieht man gleich. Ist das von heute? Das muss von heute sein, wa? Tatsächlich. Schön. Das sieht auch geil aus hier. Ja, ist auch richtig. Aber du bist auch so einer wie ich, Hermine. Du hast auch keinen Bock auf Deckel. Hab auch nie Bock auf Deckel, Mann. Das geht mir richtig auf Eier. Lagen da drei Packen Tempos? Na, da hat aber einer Heuschnupfen, das sag ich dir. Oh, schöne Sparko-Handschuhe. Schöne Schüchen. Das ist auch ein schönes Rig. Das ist auch ein schönes... Oh, hier haben noch so viele Leute. Dankeschön. Richtig geil, dass ihr noch welche reingehauen habt. Oh, das sieht hier super schlicht aus. Was ist das denn? Ach, krass, guck mal. Ist das sowas wie ein Playseat? Ey, super geil. Das sieht auf jeden Fall, ich sag mal, nach einer sehr guten Budgetlösung aus. Aber Motorsport-Fan durch und durch. Motorsport-Fan durch und durch. Wir hatten das gepostet. Tom. Tom Hübner. Das habe ich mir selber geschweißt. Das ist ja noch viel geiler, Maga. Richtig gut. Richtig gut. Schönes Ding. Oh, was haben wir denn jetzt hier? Mika. Wir verstehen uns. Wir verstehen uns, mein Freund.
Was ist denn das für eine Wheelbase? Eine Fanatec, ja, ne? Heusingwell-Pedale, Sprinties. Schöne Buttonbox noch dran. Aber das ist wirklich sehr toll gebaut hier. Das ist sehr, sehr bündig. Außer die Seite hier. Aber es ist wirklich sehr schön und bündig. Hier mal alles in an. Oh, das ist aber ganz schön weit weg hier, wa? Das sieht sehr weit weg aus. Kommt man da noch gut ran? Oh, schön, auch ein U-Turn. Turn 20 meine ich. Oh, das sind Ferrari-Fahrer. Sparko-Handschuhe. Sieht auch wirklich sehr schön und aufgeräumt aus. Nee, so weit weg ist es doch nicht. Ist das eine Fanatec Wheelbase? Ja, ist es hier oben. Schön. Oh, schöne Beleuchtung. Hier oben auch noch alles dran. Was ist denn das? Oben in der Mitte. Da hat sich noch jemand was hingebaut, aber was das ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich kleiner Bildschirm oder Handy oder sowas. Ist auch schön. Sieht wirklich sehr toll aus. Mika, Schnieke. Was hat denn Rohe? Ah, guck mal, Rohe hat auch wieder so ein Schibi. Rohe hat so ein Schibi dran. Rohe streamt auch, so wie es aussieht. Wait, what? Rohe hat das andersrum gemacht? Wie? Oh, lol. Hier ist ein Monitor halt. Rohe fliegt auch. Ein bisschen. Ach, krass, wie geil ist das denn? Das ist quasi, du kannst das ganze Konstrukt einfach rüber machen. Wow. Guck mal, hier ist die Wand. Oh, wie krass ist das denn? Das ist ja richtiger 12-Head. Oh, wie gut ist das denn? Das ist ja eine richtig geile Idee. Also jetzt mal wirklich. Das ist eine sehr geile Idee. Vor allen Dingen auch, dass das alles hält. Aber mich würde interessieren, was das ist. Was ist das da? Das ist irgendein Bildschirm von irgendwas. Und hier kann man den Ton einstellen. Alter, das ist das. Die Schrauben, Alter. Wow, das ist wirklich richtig schön. Das ist richtig schön. Und total gut durchdacht. Flaxo. Was haben wir denn bei Flaxo? Flaxo hat so einen Aufbau. Okay, nochmal. Oh, sogar extra noch was rangebaut mit Profile. Fährt Azitec-Pedale und Fanatec Wheelbase. Okay. Ist auch sehr weit nach hinten gelehnt beim Fahren. Oh, sogar das ganz dicke BMW-Wheel. Nicht schlecht, Herr Speck. Hier noch ein paar Bilder mit Autogramm drauf. Cool. Nice. Ah. Da ist jemand stolz auf seine Sammlung. Aber schönes Rig. Super schlicht, total geil. Feier ich. Das feier ich. Geil. Flaxo. Was haben wir denn bei Sepp? Sepp halt, ist auch schnieke. Hier noch eine kleine Buttonbox dran. E-Plap noch dran. Hier oben noch ein Bildschirm. Hier ist, glaube ich, der Starter und so drin, denke ich mal. Oh, die Azitec-Pedale in getrennt. Habe ich auch noch nie gesehen. Geil, schön. Ja, man kann schon immer so ein bisschen grob erkennen, wer Zuschauer ist, ne? Okay. Ist es das, was ich denke, dass es ist? Das ist es, ja. Thrustmaster Shifter, Handbremse, schöne Buttonbox, hier noch ein Bildschirm da drin. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das Ding hier Wurf ist, ne? Bin ich ganz ehrlich. Für das Geld. Auch ein sehr schönes Rig. Schön gebaut. Alles schön clean. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Das gefällt mir. Bis auf die Wheelbase. Aber das ist persönliche Nummer. Cookie, was hat denn Cookie? Cookie ist die Gartenstuhl-Gang. Geil, Cookie, ey. Ist denn das VRS-Pedale? Ja, ne? Wie halt die Pedale und die Wheelbase schon, ne? Weil zu wenig Platz, die Notlösung im Wohnzimmer vom TV. Ey, Hauptsache du kannst fahren, Mann. Cookie. Ey, Hauptsache du kannst fahren. Ist doch geil, Mann. Ich finde das mega. So, hier haben wir Sklaven. Was? Ich kann gar nicht sehen. Hä? Ey, wie viele Leute dieses komische Kit haben? Oh, das ist ja auch Formel-1-Style hier, wa? Ja, das ist auch Formel-1-Style hier. Ey, dass ihr alle eure Monitore so gerade habt, finde ich krass. Meine sind leider nicht so gerade. Schöne Heusingwelt-Sprint-Pedale. Bei der F1-Style fahren könnte ich echt nicht, ne? Das sieht echt wild aus, aber auch irgendwie geil. Schön. Also ihr habt wirklich echt schöne Rigs und total geile Lösungen für Dinge. Also für damit ihr fahren könnt. Für Menschen, die keinen Platz haben. Richtig geil. Hat mich richtig abgeholt. Ich glaube, wir sollten wirklich öfter solche Episoden machen. Oh, Rodon. Das Bild kenne ich doch. Rodon fährt nur nicht mehr. Übrigens, meine Damen und Herren, wo Rodon das hier gerade gepostet hat, ne? Rodon möchte das gerne verkaufen. Also, falls jemand Interesse hat, falls jemand Interesse haben sollte, das hier ist zum Verkauf. Das ist bei eBay Kleinanzeigen drin. Aha, da hat schon jemand gesehen. Ja, Rodon möchte das hier gerne loswerden. Also, falls jemand von euch,
Interesse hat, ne, das Rig ist hier zu haben. Komplett sogar. Was haben wir denn hier? Auch sehr viel zusammengedengelt, aber super. Das ist hier, glaube ich, irgendwie so ein, weiß ich gar nicht, wozu das gehört. Monitor ist ja ein Riesenmonitor. Hier auch schön. Der Sitz wäre jetzt persönlich nicht mein Ding, bin ich ganz ehrlich, weil das würde abbrechen bei mir. Das Next Level Racing, ja, sehe ich gerade, Fibo, habe ich gesehen an der Fußmatte. Ey, geil, Leute, ohne Scheiß. Dankeschön, dass ihr das alle, dass ihr die Sachen geteilt habt mit mir. Wir machen das demnächst nochmal. Also, falls ihr irgendwann mal was umbaut oder irgendwie sowas in die Richtung, könnt ihr das da gerne reinhauen. Und ich gucke mir das dann super, super gerne an. Weil das ist für mich total interessant, mir das mal anzusehen. Finde ich gut. Dankeschön, Leute, dass ihr das geteilt habt. Richtig nice. Hey Siri, schalte Rick an.